Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung von eurem Darky. Ich habe hier einen schönen Mod gefunden auf Forbidden Mods. Den Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung rein. Aber bitte schaut es euch erstmal an. Ich finde, dieser Oldtimer hier steht doch so schon mal sehr gut da. Es ist kein anderer, ich weiß es nicht, ob ich es richtig aufspreche, als ein Rakovica 65. Das ganze Ding ist in der Version 1.1. Und ich finde, der steht doch schon mal sehr schick da. Hier vorne mit dem Seil dran. Auch eine nette Idee. Wir sehen hier an der Seite Dieselfilter hier unten. Sehr schön beschriftet. Natürlich da vorne auch den Lüfter. Und wenn wir jetzt mal rangehen, wir können hier schon IC einschalten. Ich weiß allerdings nicht, was wir hier mit IC schon von außen machen können. Ich vermute mal leider gar nichts. Aber er steht schon mal sehr gut da. Schauen wir erstmal hier in unseren sehr beliebten Shop rein. Unter Traktoren ist er zu finden. Bei mir ganz am Ende der Rakovica 65 für 5000 Euro. Klar, ist ja auch ein Oldtimer. Dafür aber sehr, sehr genial. Also 40 km/h schafft er, hat 40 Liter Sprit im Tank und 58 PS Leistung. Für 45 Euro am Tag ist das recht erschwinglich. So, wenn wir hier mal raufgehen, Option Erweiterungen haben wir leider nicht, brauchen wir auch nicht. Also würde ich mal vorschlagen, ich schwinge mich mal hier rein und dann, oh, wir sehen sogar oben links, Umschalt links E ist ins Fahrzeug einsteigen. Das machen wir doch mal. Aha, und da ist das Einsteigen doch hier sehr schick animiert und natürlich auch wieder Umschalt links. Und wir steigen einmal von diesem Bullen runter. Nochmal. Ich finde, das ist sehr genial. Wirklich. Also, wir haben hier die Rundumleuchte direkt vor unserer Nase. Auch eine interessante Idee. Dann haben wir Hupe. Ja, Standardhupe. Natürlich. Wir sitzen hier zwischen diesen riesig großen Rädern. Also vorsichtig mit den Beinen. Wir wollen ja schließlich nicht hier rechts und links an das Profil kommen. Das könnte etwas schmerzhaft werden. Ja, wir schauen mal hier IC, was der alles zu bieten hat. Wir haben hier, ich weiß gar nicht, was das hier ist. Was ist denn hier? Ach, das hier ist Licht, okay. Und was ist das? Leute, ich muss selber herausfinden, was was ist. Das ist doch schon mal eine sehr, sehr geile Sache. Sowas gefällt mir sehr. Ich werde herauskriegen, was es ist. So, wir starten erstmal den Motor. Und ich würde sagen, wir fahren mal los. Natürlich hier, Bremslicht funktioniert auch alles. Da sehen wir vorne. Ah, komm. So. Da sehen wir einmal auf dieser Seite den Lüfter, wie schön er sich dreht, um das ganze Ding zu kühlen. Hier sehen wir es nochmal von der Seite. Ich finde, es ist eigentlich recht schick gemacht. Also wir steigen wieder ein. Ach ja, sehr schick. Mir gefällt es. Also, wir haben natürlich verbaut hier Licht, schön mit Nebeleffekt. Mir gefällt das besonders gut. Ich finde, es ist mal was ganz anderes. Sieht auch besonders in der Nacht, wenn es so ein bisschen diesig ist, hervorragend aus. Hier vorne die Reifen, natürlich. Sehr schick hier mit zwei tiefen Rillen drin. Und natürlich auch hier einer sehr schicken Sternfelge. Ist Geschmackssache, aber so wie er hier steht, richtig schick. Numpad 5 haben wir natürlich nichts. Ist ja klar,
Ist ja auch kein Arbeitslicht vorne verbaut, aber hier Blinker links und dann natürlich auch hier Blinker rechts und Warnblinkanlage, einmal auf der Seite, einmal auf der, funktioniert also. Wenn wir, ich mach mal kurz. So, dann haben wir natürlich, ach, wir haben kein, okay. Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig, Leute. Okay. Also ich finde, für eine Version 1.1 sollte doch schon hinten der Arbeitsscheinwerfer funktionieren. Oder die beiden Arbeitsscheinwerfer. Ja, aber pass auf. Funktioniert nichts. Ich kann auf meine Tastatur einprügeln, wie ich will. Die beiden funktionieren nicht. Dafür natürlich Blinker links funktioniert nicht. Aber hier der rechte Blinker funktioniert. Gut, das Modell ist schon recht alt, da funktioniert nicht mehr so viel dran. Das eine oder andere ist da dementsprechend schon kaputt. Wir sehen ja hier vorne, wird schon was von einem Seil festgehalten. Aber, Achtung, man kann hiermit gut arbeiten. Natürlich nur für Ostalgie-Fans. Die ganzen kleinen Ostalgie-Geräte, die sollten hiermit problemlos betrieben werden können. Ansonsten finde ich ein sehr schöner Schlepper für die Freizeit, um ein bisschen durch die Gegend zu heizen, macht es doch immer wieder Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch das Ding hier ein bisschen näher bringen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Wie gesagt, den Download-Link unten, Videobeschreibung. Guckt es euch selbst einmal an. Und dann Däumchen hoch. Natürlich ein Abo dalassen. An der Stelle hallo, alle neuen Abonnenten. Dann bis zum nächsten Mal. Habt viel Spaß damit. Euer Darky.